Na gut, so schlecht sieht es ja gar nicht aus an den Aktienmärkten. Der DAX hat es heute sogar sehr schön einrichten können. Hier sehen wir noch das Schlusskursniveau vor dem Wochenende. Hier sehen wir das Ganze nach dem Wochenende, also positiv eröffnet. Deutliches Gap nach oben und damit ein neues Allzeithoch, zumindest mal heute in den Frühstunden. Anschließend musste man allerdings schon hinnehmen, dass der Kurs deutlich wieder das Gap schließen wollte, deutlich zurückgekommen ist, aber er kämpft sich nach oben. Das mit dem Kämpfen ist tatsächlich buchstäblich zu sehen, denn wir sehen, ja, super, es geht weiter nach oben. Allerdings müssen wir fairerweise dazu sagen, so richtig begeisternd ist das jetzt auch noch nicht. Aber was wollen wir erwarten? Denn das, was wir hier im Kleinen sehen, ist ja nur der klitzekleine Wurmfortsatz sozusagen von der gesamten Bewegung, die wir hier haben. Und die ist doch gar nicht so schlecht. Was wollen wir denn? Da sind wir innerhalb von kurzer Zeit von 13.300 bis in der Spitze 13.000 fast. Nein, Entschuldigung, 14.000, fast 200 nach oben gestiegen und das in nur ganz, ganz wenigen Tagen seit Ende Januar. Dementsprechend ist das aber auch so ein bisschen der Knackpunkt, denn eigentlich, selbst wenn man hier ganz gut drauf ist, ein bisschen Rücksetzer wäre ja nicht ganz schlimm. Wir sehen hier der neue Anstieg, also damals neuer Anstieg, danach gab es einen Rücksetzer, danach ging es weiter. Also einen Rücksetzer müssen wir halt damit rechnen und das ist nicht so untypisch halt, wenn wir neue alte, also alte Hochmarken neu durchstoßen. Das ist natürlich dann für viele ein Zeichen. Ja, jetzt, das ist doch besonders bullisch. Ja, und wie so oft dreht der Kurs dann halt sehr gerne. Das ist also das, womit wir rechnen müssen. Das gleiche gilt für den Dow Jones zum Beispiel. Hier im Future gemessen, wir haben zumindest mal die Hochs, auch wenn ich jetzt das Hoch natürlich nicht genau getroffen habe, aber ihr könnt es euch ja ahnen, es ist auf jeden Fall jetzt gerade hier das Hoch durchstoßen und damit eigentlich beste Voraussetzung für einen Rücksetzer. Vorsichtig, ich will damit nicht andeuten, dass der Markt jetzt massiv fallen muss, überhaupt nicht. Es ist ein bullisches Bild, was wir hier haben. Also dieses Teilstück ist ganz klar bullisch. Das heißt, solange es nicht genauso steil wieder nach unten geht, bleibe ich auf der bullischen Seite interessiert. Ich formuliere es mal sehr vorsichtig. Allerdings würde ich natürlich lieber abwarten, dass der Kurs ein bisschen runterkommt und dazu eignen sich Niveaus dieser Art halt besonders gerne. Das muss nicht auf Millimeter genau sein, das kann auch sein, dass es ein bisschen überschießt, aber es ist halt ein Klassiker, dass danach erstmal das Straucheln ist. Und dabei rede ich gar nicht von einem großen Rücksetzer. Einige haben noch in Erinnerung, dass ich gesagt habe, ja, vielleicht kommt sogar sowas nochmal ganz grob. Ja, beim Dow ist das am vielleicht wenigsten offensichtlich, das ist bei einigen anderen Indizes vielleicht sogar deutlicher. Aber das kann man hieran jetzt natürlich überhaupt nicht erkennen. Aber selbst ein kleiner Rücksetzer, der einfach mal sagen würde, naja, idealerweise dann korrektiv, hier kommt, lass doch mal den Kurs ein bisschen erholen, danach kann es ja weitergehen. Das wäre eigentlich schon ganz toll, um A, wieder reinzukommen und eben nicht auf den höchsten Punkten einsteigen zu müssen. Das ist grundsätzlich natürlich beim S&P genau das Gleiche. Wir sehen, dass hier toller Anstieg. Ebenfalls hier auf absoluten neuen Hochniveaus. Wir haben jetzt gerade die 3.900er Marke beim Märzkontrakt auf den S&P. Also insofern auch hier tolle Niveaus aktuell dadurch stoßen. Und ja, dann wird es der Nasdaq wohl auch nicht viel schlechter erwischt haben. Auch der ist jetzt weiter auf den neuen Höchstständen unterwegs. Also alles bestens. Jetzt also einsteigen, kann man machen. Aber typisch ist es zumindest mal nicht. Es gibt zu viele Ereignisse, dass der Kurs danach erstmal runterkommt. Und sei es nur so ein bisschen, dass man eben sagt, hier, zack, der Kurs überschießt es und dann kommt er erstmal einmal steil runter. Und für die meisten ist das schon erschreckend genug, dann wieder rauszugehen, um dann den eigentlichen Vortrieb wieder mal zu verpassen. Aber was weiß ich schon? Ich will da keine schlauen Reden schwingen. Ich will nur darauf hinweisen, wie es typisch ist. Wartet dann im Zweifelsfall, dass es irgendwie korrektiv im Trendkanal hin und her wackelt mit Kursüberschneidung und setzt es dann fort. Das gibt es in kleinen Chart, das gibt es natürlich auch im etwas größeren Chart. Solche Sachen, die eignen sich besonders gut, um etwas günstiger reinzukommen, nochmal bestätigt zu bekommen, dass die Aufwärtsseite auch noch weiter Lust hat. Wie weit das? Naja, alles, was nicht gerade so aussieht, macht nach oben hin durchaus noch Spaß. Also eine ABC, insbesondere wenn sie getriggert wird. Oder etwas, was extrem mühsam nach unten gedrückt wird. Da hat man dann doch ein doppelt gutes Gefühl. Nicht nur einen günstigeren Einstiegspreis, sondern noch mal mehr Spaß. Ansonsten kann man für heute vielleicht noch mal festhalten, heute ist noch mal ein bisschen Notenbanktag. Jetzt eigentlich gerade mit dem Gong die Bank of England.
Und die EZB um 17:15 genau genommen, Lagarde wird dort sprechen. Bleiben wir mal bei dem Ereignis. Das wird sicherlich als wichtiger, oder da werden die ein oder anderen vielleicht wichtigen Hinweise erwartet. Das kann dem Markt noch mal ein bisschen Schmackes geben. Lassen wir uns also überraschen, was da von der Seite aus passiert. In diesem Sinne euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.